So, jetzt gucken wir uns mal die Aufgaben an, die hier stehen. Und zwar ist die erste Aufgabe, jede unendliche zyklische Gruppe ist isomorph zu folgender Gruppe, Menge der ganzen Zahlen mit der Addition als Verknüpfung. So, das ist zu zeigen. Was müssen wir jetzt beweisen? Also, nicht was müssen wir beweisen, das müssen wir beweisen. Was müssen wir jetzt theoretisch tun? Ja, genau, wir müssen also wissen, was ist eine unendlich zyklische Gruppe? Was ist eine zyklische Gruppe? Erinnert ihr euch, wie wir zyklische Gruppe definiert hatten? Es gibt mindestens ein erzeugendes Element. Wenn ich die Potenzen, die ganzzahligen Potenzen bilde, werden alle Elemente der Gruppe erzeugt. Also überlegen wir gerade mal ein Beispiel. Nehmen wir eine zyklische Gruppe. Nehmen wir das gleichseitige Dreieck. Das ist nur ein Beispiel, ne? Das wird keine unendliche zyklische Gruppe, sondern eine endliche zyklische Gruppe. Welche Drehsymmetrien gibt es im endlichen, im gleichseitigen Dreieck? Ja, drei Drehsymmetrien, nämlich D0, D120 und D240. So. Und jetzt muss es ein Element geben unter diesen dreien, das ich, wenn ich es mit sich selbst verknüpfe, wiederholt, also ne, potenziere, die anderen erzeuge. D120. D120. Machen wir es mal so. Bäh, die Siffe gefasst hier. Okay. Also, D120 hoch 1 ist ja D120, ne? D120 verknüpft mit D120, also D120 Quadrat ist D240. D120 dreimal angewendet, D0. So, D120 viermal angewendet, ja, D120 und so weiter und so weiter. Ne? Das ist klar, das wiederholt sich jetzt natürlich immer, aber ich kann hier beliebige Potenzen bilden. Es wird immer ein Element erzeugt aus der Gruppe und ich erzeuge alle Elemente der Gruppe. Ich kann auch negative Exponenten nehmen. Was ist nochmal D 120 hoch minus 1, was bedeutet das? Nee? Ja? Das ist andere Richtung, genau. Aber was bedeutet hoch minus 1 in der Gruppentheorie? Das Inverse zu D120. D240. Genau. Also man stellt sich das ja so als. Jetzt ist andersrum. Ihr habt alle vollkommen recht, ne? Das ist D120. Das Inverse zu D120 ist D240 oder D minus 120, wenn man so will. Also D120 hoch minus 1. Das heißt, da erzeuge ich auch, das ist D120 hoch minus 2, hoch minus 3, hoch minus 4 und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch D120 hoch 0 und das ist definiert als das Neutralelement. D0. So.
So, also eine zyklische Gruppe ist eine Gruppe, bei der es ein Element gibt, das erzeugende Element, das ich, wenn ich es mit sich selbst verknüpfe, alle Gruppenelemente erzeugen kann. Ja. Also was hoch 0 ist, muss man sinnvoll definieren. Und es ist eben sinnvoll definiert, dass es das Neutralelement ergibt, weil wir dann auch die ganzen Potenzrechengesetze gut machen können. Ne? Was ist irgendwas hoch 3 mal irgendwas hoch minus 3? Da muss ja das Neutralelement rauskommen. Und wenn ich jetzt aber in den Exponenten rechne, ist es ja 3 minus 3 kommt 0 raus. Also es muss so sein. Ne? Also was heißt, es muss nicht so sein, aber es ist sinnvoll, es so zu definieren. Ja, Weitil sagt, super, dass Sie das hier machen. Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass du dabei bist. Hm? Ja, Weiti. Oh, habe ich verlesen, sorry. Ah ja, genau. Hm? Okay. So. Also. Wenn ich eine unendliche zyklische Gruppe habe, was bedeutet das? Also zyklische Gruppe bedeutet, ich habe ein erzeugendes Element, dieses Element, also A zum Beispiel, ne? Ich habe irgendein A hoch N mit N Element Z. Also es kann 1, 2, 3, 4, 5 sein, es kann 0 sein, es kann minus 1, minus 2, minus 3 sein und so weiter. Was bedeutet jetzt, dass es unendlich ist? Ja? Wie man es dann versteht. Das wäre ja auch theoretisch unendlich. Man kann ja die Potenz wählen, wie man möchte. Ja, ich hab unendlich viele Möglichkeiten, Potenzen zu bilden, immer. Aber in der Gruppe selbst, in der Menge, sind nur 3 Elemente drin. Genau. Oder irgendeine Menge. Natürlich, die Zahlen sind ja auch alles viel noch bereit, aber das ist ja das eine Element, aber. Genau. Ja. Die natürlichen Zahlen sind keine unendliche zyklische Gruppe. Nee, aber dann die ganzen. Die ganzen. Genau. Also ich habe auf jeden Fall schon mal irgendeine Menge, die aus unendlich vielen Elementen besteht. Und in diesen unendlich vielen Elementen gibt es ein Element, mindestens eins, bei dem ich Potenzen bilde und ich erreiche alle Elemente in der unendlichen Menge. Ich kann die gesamte Menge erzeugen. Mhm. Irgendeine Verknüpfung, genau, die Verknüpfung sagen wir gar nichts. Ne? Also die unendlich zyklische Gruppe, die nennen wir jetzt mal G, mit irgendeiner Verknüpfung und unser A ist Element von G. Ja? Ich habe irgendeine Menge mit irgendeiner Verknüpfung und ich habe ein A und ich verknüpfe A verknüpft mit A, A verknüpft mit A, verknüpft mit A und so weiter und wenn ich das beliebig oft mache, in die positive und die negative Richtung, erzeuge ich alle Elemente in der Menge G. So. Eine unendliche zyklische Gruppe. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wie immer in der Algebra, nicht zu konkret denken. Ah, interessant, jetzt geht der Strom schon wieder von meinem Receiver da aus. Ich hatte heute Morgen das Problem, dass irgendwann die Leute online gesagt haben, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, schön, dass wir dich nicht mehr hören, weil mein Receiver hier keinen Strom mehr hatte. Und meine Lösung war, haltet euch fest, ich stecke meinen Receiver strommäßig an meinen anderen Laptop. Hm? Irgendwie geht sehr schnell der Akku runter von dem Teil, was mich extrem nervt. Ja. Hat er immer noch keinen Saft? Warum lädst du nicht? Oh, lädt nicht. Schauen wir mal.
hoffe mal, dass das noch funktioniert. Ah nee, der Akku von meinem Teil hier geht jetzt runter. Oh scheiße. Ja, momentan, ja, ja klar, aber es dauert nicht mehr lange. Und ich merke gerade, der Akku von dem Teil hier geht runter und das ist übel. Also, ja, nee, das Rote bedeutet, ich nehme hier auch drauf auf, den Ton, aber ja, wir müssen es beeilen. Wir müssen es beeilen, Leute. Jetzt ist es rot. Oh, jetzt ist es rot-rot, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Wenn es ganz ausgeht, bitte Bescheid geben, weil dann hört niemand mehr online irgendwas. Okay, also müssen wir es beeilen. Gut, was brauchen wir jetzt, um zu zeigen, dass die beiden isomorph sind? Also diese unendliche Gruppe und Z plus. Ein Isomorphismus zwischen beiden Gruppen. So, wir müssen jetzt überlegen, worauf bilden wir A hoch N ab? Für alle n Element Z gilt Phi von A hoch N. Was soll das sein? Wir müssen jetzt irgendeine Abbildung konstruieren. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, da Abbildungen zu basteln jetzt. Wie könnte unsere Abbildung aussehen? Und da muss man jetzt gar nicht so kompliziert denken. Ich habe hier A hoch N. Worauf will ich das in Z abbilden? Also a hoch 1 bilde ich hier ab idealerweise auf 1. Weil 1 natürlich das erzeugende Element ist von z. Worauf werde ich a hoch 2 abbilden wollen? Auf 2. Worauf werde ich a hoch 3 abbilden wollen? Auf 3. Also a hoch n auf n. Sei phi folgende Funktion. Phi von a hoch n gleich n. Ich bilde einfach ein Element aus der einen Gruppe, a hoch n, auf das n ab, das im Exponenten steht. Okay. Ist das induktiv? Ist das surjektiv? Ist es ein Homomorphismus? Das müssen wir jetzt klären. Ist diese Funktion surjektiv? Also wir müssen klären, existiert für jedes Z-Element Z. Nee, Entschuldigung. Für alle Z-Element Z existiert ein X-Element meiner Gruppe G mit Phi von X gleich Z. Gibt es für jede ganze Zahl in Z ein Element in G, a hoch n, das darauf abgebildet wird. Hm? Nämlich? Ja, n hat, ne? Genau. Ja, genau. Also wenn ich ein Z in Z habe, nehme ich einfach nur a hoch z. Ne? Phi von a hoch z gleich z. Also ist ganz egal. Ich denke mir irgendeine ganze Zahl. 112. Was wird darauf abgebildet? A 112 wird darauf abgebildet. Ich denke mir minus 37. Welches Element aus G wird abgebildet? A hoch minus 37 und so weiter. Ne? 0, A hoch 0. 1, A hoch 1. 17, A hoch 17 und so weiter. Das heißt, jedes Element in Z, auf jedes Element in Z wird irgendein Element aus G abgebildet. Ist also surjektiv. Ja? A hoch 0 ist das Neutralelement. In der Welt der Verknüpfungen, die multiplikativ geschrieben sind, ist das 1. In den additiv geschriebenen Gruppen ist das Neutralelement 0. Also erst nochmal dazu. A hoch 0 ist 1. A hoch 0 ist 0. Ne? Hier ist das neutrale Element, A hoch 0, das ist das 1-Element. Und hier ist auch das neutrale Element. Ja. Mhm.
Ton habe ich immer noch, sehr gut. Jetzt müssen wir die Induktivität prüfen. Gibt es irgendwelche zwei Elemente auf G, die auf dasselbe Z abgebildet werden? Nee, gibt es nicht, ne? Also, angenommen, f von x1 ist gleich f von x2. Das ist ja die Voraussetzung über Injektivität. Das heißt, a hoch n1 ist gleich a hoch n2. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Phi von x1 gleich phi von x2. Das ist die Voraussetzung, wenn phi von x1 gleich phi von x2 ist. Also, wir bewegen uns ja hier mit den phis in z. n1 gleich n2. Dann müssen x1 und x2 was gewesen sein? Gleich. Ja, also a hoch n1 ist ja auch gleich a hoch n2. Ich kann, ne, wenn zwei Pfeile dasselbe drüben treffen würden in z, also würden beide dasselbe Element aus z treffen, n1 gleich n2, dann müssen auch vorher a hoch n1 und a hoch n2 gleich gewesen sein. Okay, also ist auch injektiv. Und jetzt müssen wir noch zeigen, dass es ein Homomorphismus ist. Phi von a hoch n1 verknüpft mit a hoch n2 ist was? Hm? Phi von a hoch n1 plus n2. Genau. Wenn ich n a, a wenn ich n, a, n1 a's miteinander verknüpfe und das noch mit n2 a's miteinander verknüpfe, habe ich n1 plus n2 a's miteinander verknüpft. Und was ist phi von a hoch n1 plus n2? Das bilde ich ja nach z ab. Hm? Das ist n1 plus n2. So, jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Was kann ich aber auch machen? Ich muss ja zeigen, dass es dasselbe ist wie... Ja, das ist ein bisschen die blöde Stelle jetzt. Ich muss zeigen, dass... Oder so, genau. Ich muss ja zeigen, dass dasselbe ist wie phi hoch... phi von a hoch n1 in z verknüpft mit phi von a hoch n2. Beim Homomorphismus habe ich erst, das ist die Verknüpfung in der linken Menge, in der Menge A. Das ist die Verknüpfung in der Menge B. Hier in der linken Menge habe ich die Verknüpfung irgendwas und in der rechten Menge ist die Verknüpfung Plus. Ich bilde jetzt hier beide Elemente nach Z ab. Ich bilde erst nach Z ab und verknüpfe dann in Z mit Plus. Oder ich verknüpfe erst in der linken Menge und bilde dann nach Z ab. Und klar, Phi von a hoch n1 ist n1 und Phi von a hoch n2 ist n2. Dann kommt beides mal das Gleiche raus. Ist also auch ein Homomorphismus. Könnt ihr noch kurz erklären, so warum ergibt O Phi von a hoch n1 da drauf? A hoch n1, was bedeutet das? A verknüpft mit A, verknüpft mit A. Und zwar n1 a's werden verknüpft. Und dann verknüpfe ich das nochmal mit n2 a's. Ich habe also A verknüpft mit A, verknüpft mit A, verknüpft mit A, n1 a's und n2 a's. Also insgesamt, wie viele a's habe ich? Ja, genau, n1 plus n2 a's. Ja, ne? Ich habe a hoch 3 mal a hoch 4. Was bedeutet das? A mal a mal a, 3 a's, mal a mal a mal a mal a, 4 a's. Also insgesamt habe ich 3 plus 4 a's, 7 a's. Ist klar? Was ist nicht klar?
dem A hoch Z und das sind die drei. Und das diese A hoch Z ist, wenn Z heißt, das ist dann in dem Moment, das Subjektiv bedeutet, oder das zweite bedeutet in dem Moment, das Objektiv, das geht nur. Also ich weiß nicht, dass ich das dadurch erkenne. Du erkennst es nicht dadurch, du schreibst das, was du erkannt hast, versuchst du aufzuschreiben. Mhm. Es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn ihr in der Prüfung es auch versucht, verbal hinzuschreiben, möglichst präzise. Ja? Also, wenn du dich versuchst, mit Bild und Wort das Argument zu liefern, bin ich auch einverstanden. Okay? Also ihr müsstet sozusagen erkennen, bei Subjektiv für jedes Z, das ich in Z wähle, gibt es irgendwie ein Element in G, das darauf abgebildet wird, nämlich A hoch Z. Wenn in Z zwei Elemente gleich sind, in 1 durch N2, dann müssen auch die ursprünglichen Bilder gleich gewesen sein. Es gibt keine zwei verschiedenen A hochs Ns, die auf dasselbe abgebildet werden. Und das mit dem Verknüpfen wird schwierig anders zu formulieren, aber das musst du wahrscheinlich schon so in etwa hinschreiben, dass du halt einmal das Verknüpfungsprodukt abbildest und einmal erst abbildest und dann drüben verknüpfst. Und dann muss beides mal das Gleiche rauskommen. Ja? Was wir jetzt hier gemacht haben, ist zu zeigen, dass die Addition und die Potenz diese Morph sind im Zahlenbereich. Weil G ist ja dann entsprechend der Potenz immer in Z. Genau. Also wir haben gezeigt, genau, dass diese zwei verschiedenen Gruppentypen, ich habe hier eine Gruppe, die multiplikativ geschrieben ist und potenziert wird, dass die immer strukturgleich ist zu Z und der Addition, Z mit der Addition, wobei du dir natürlich Z und die Addition auch sozusagen als Potenz irgendwie vorstellen kannst. Wenn du jetzt hier langläufst, bist du im Stream. Okay. Also, du kannst ja auch mit 1 plus 1 ist 1 hoch 2. 1 plus 1 plus 1 ist 1 hoch 3 und so weiter. Ja. Das bedeutet ja strukturgleich. Hm? Ja. Also, Fakt ist, was bedeutet das letztendlich? Letztendlich, es gibt nur eine einzige Struktur, die unendlich groß ist und zyklisch. Bis auf Isomorphie. Die sehen alle gleich aus. Von der Struktur her. Es gibt keine zyklische Gruppe, die unendlich groß ist und nicht dieselbe Struktur hat wie Z+.